Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. So, in dem Video das fertige ESP8266-01 Footprint. Hier die DXF-Datei importiert, die ich an FreeCAD erstellt habe. Dann habe ich hier meine Umrisse gezeichnet, entsprechend das Raster angepasst. Habe hier oben meine Antenne eingefügt. Den Silkscreen, die Courtyard und die F-Fab, das Fab, also alles auf der Oberseite, F-Fab, F-Courtyard und F-Silkscreen angefügt. Dann habe ich die Pads hier hinzugefügt, Pads über die Einstellungen hier entsprechend angepasst, Padgröße 1,8 mm und Durchmesser des Loch, also der Bohrung 1 mm. Ich habe das ein bisschen größer gemacht. Man durchaus mal noch ein bisschen die Bauteiltoleranzen ausgleicht. Das habe ich also hier gemacht. Dann hier den ESP reingezeichnet oder die Referenz hier reingezogen und gespeichert. Ich habe mir hier oben eine Gruppe angelegt, die habe ich Antenne genannt. Habe hier die Bezeichnung Antenne reingeschrieben und hier mit dieser Linie, also hier mit dem Linienwerkzeug einfach mal diese Antenne angedeutet, die ja auf dem Footprint verbaut ist. Wenn ich auf Eigenschaften gehe, dann sehen wir, ich habe das hier auf User Drawings gelegt. Das heißt, in meinem Leiterplatten-Editor wird das dann angezeigt, wenn ich diese User Drawings Layer habe. Ich brauche das aber hier nicht auf Silkscreen legen. Dann würde das hier mit gedruckt werden, wenn man die Platine erstellt. Das ist eigentlich meiner Ansicht nach nicht nötig. Deswegen hier nur als Darstellung, dass ich weiß, wo meine Antenne liegt. Dann habe ich noch was gemacht, das ist auch ganz wichtig und das ist auch neu im KiCad 6. Ich habe hier rechts einen sogenannten Regelbereich Sperrfläche hinzugefügt. Ich wähle den mal an. Man sieht das jetzt hier vielleicht, ist ein bisschen schraffiert. Ich gehe mal auf die Eigenschaften. Und zwar habe ich jetzt hier alle Innenlagen, alle Außenlagen als Kupfer, als Wirkbereich eingestellt. Und habe dann hier rechts gesagt, keine Leiterbahn, keine Vias, Pads, keine Kupferfüllungen, Footprints fernhalten. Habe das Ganze Antenne genannt und habe dann entsprechend mein Rechteck hier erstellt, wo das liegt. Warum? Ich möchte hier keine Kupferflächen dran haben, die dann oder irgendwelche Leiterbahnen durchgehen, weil das ist ja der Antennenbereich. Das heißt, ich möchte hier vermeiden, dass es da irgendwelche Einstrahlungen gibt von der Antenne, wenn die sendet. Und ich möchte auch auf der anderen Seite natürlich nicht, dass die Antenne hier irgendwie durch Kupferflächen beeinflusst wird und damit zum Beispiel ihre Richtcharakteristik oder was auch immer ändert. Das ist sowieso, naja, wie soll ich es formulieren, etwas schwierig auf einer Platine, jetzt in der horizontalen Bauweise, also in der flachen Bauweise, so eine Antenne hier draufzusetzen. Das wird definitiv so oder so Einfluss haben auf die Abstrahlcharakteristik. Ich empfehle sowieso solche Funkmodule, wenn sie denn sind, so zu machen, dass man, ich zeichne das hier mal kurz, einfach das ist und soll unsere Platine sein. Das wäre jetzt die Platine und ich würde dann empfehlen, Funkmodule nach Möglichkeit immer, wenn das der Bauplatz zulässt und die Möglichkeiten zulassen, senkrecht zu platzieren. So dass ich dann hier oben eine Antenne habe. In dem Bereich wäre ja dann die Antenne, die Pins sind ja hier unten bei diesem Modul, dass man dann eine möglichst freistehende Antenne hat, die möglichst rundherum sauber in aller Richtungen abstrahlen kann. Ja, ich gehe hier nochmal zurück. Wenn ich natürlich jetzt dieses Bauelement hier nur maximal halt falsche Element gewählt, ich muss natürlich eine Linie machen. So, wenn ich das jetzt so lege, ja, nochmal, so, brechen wir es mal ab. So, wenn ich das jetzt so lege, hätte ich jetzt hier vorne meine senkrechten, meine Foot, also meine Pins, wo ich das dann unten mit der Platine verbinde, also hier unten, dieser Bereich. Dann habe ich jetzt hier natürlich in diesem Bereich hier hinten die Antenne liegen und die wird natürlich immer die durch die Platine hier unten drunter beeinflusst werden. Das heißt, ich habe hier definitiv eine Verzerrung der
der Richtcharakteristik oder der Rundstrahlcharakteristik dieser Antenne. Und ich habe auch definitiv hier wahrscheinlich dann auch Einbußen. Das heißt, meine Antenne wird hier nicht mehr die 50 Ohm haben und entsprechend weniger Energie abstrahlen. Das sollte man vielleicht mal berücksichtigen. Ich mache das hier mal weg. Das sollte man auf alle Fälle berücksichtigen, wenn man sowas baut. Dann eventuell vielleicht hier eher zu sagen, man nimmt die vertikale Montage Bauweise. So, weit so gut. Dann hier als zusätzliche Sicherheit, wie gesagt, dieser Sperrbereich, dass ich das ein bisschen, diese Problematik, die ich gerade angesprochen habe, ausblende. Ja, jetzt müssen wir noch unsere Zeichnung wegbringen. Wie machen wir das? Wir sagen, die Pads sollen nicht ausgewählt werden. Regelbereiche sollen natürlich auch nicht ausgewählt werden. Wir blenden uns alle Lagen aus und sagen, wir möchten nur noch die Nutzerlage 1 haben. Das ist ja jetzt das, was wir da als DXF importiert hatten, hier in die Nutzerlage 1. So habe ich das gemacht. Ich wähle das Element aus, sage hier entfernen und dann ist das alles weg. Und ich kann mir jetzt hier wieder meine Lagen anzeigen lassen. Ich sage hier alle Elemente wieder als anwählen. Und damit wäre unser Footprint fertig. Ich speichere den noch und das ist dann ESP 826601. Hat ungefähr, naja, Viertelstunde gedauert. Bis dahin, tschüss und winke winke. Ja, kurzer Nachtrag noch, jetzt hätte ich es fast vergessen. Hier die Pins müssen wir noch auf diesen Mittelpunkt setzen. Warum? Gemäß unseren KLCs, Keycat Library Conventions, sollen die im 2,54 mm Raster sitzen, unsere Pins. Das heißt, ich stelle mir jetzt mal hier das Raster 1,27 ein. Also wir haben jetzt hier von hier nach außen immer im 1,27 mm Raster. Wir wollen aber auf 2,54. Dann nehme ich hier mein Ursprungsankerwerkzeug fest. Mit meinem 1,27 komme ich jetzt hier schon in die Mitte und ich mache hier nur noch einen Klick. Rechts. So, damit ist das jetzt beendet. Und wir sitzen jetzt hier mit unserem Pad genau im Nullpunkt. Und wenn ich jetzt mal auf dieses Pad drauf gehe, gehe auf die Eigenschaften, dann sehen wir, sitzt das hier auch sauber im 2,54 bzw. Vielfachen davon Raster. Und dann sollte es auch bei unserem KiCad Library Conventions keine Probleme geben. Soweit, so gut. Bis demnächst und tschüss.